Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Pyramidenbau ist angesagt, ein bisschen größer als das letzte Mal. Ich hoffe, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich, dass das zumindest mal aus dem Weltall sichtbar ist. Das wäre total toll. Das wäre super. Wir haben jetzt eine Größe von 21 mal 21. In der Hoffnung, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist. Aber meine Entscheidungen sind meist... Ich weiß nicht, ob gut das richtige Wort dafür ist. Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So mittel. Nein. Fake Laser. Das sind wie die Laserschwerter auf Wish bestellt. Alles verarsche. Das wird alles großartig werden. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Tam, tam, tam. Hallo, Waschbär. Ich wollte Musik anmachen, ne? Habe ich immer noch nicht gemacht. Ist alles sehr ärgerlich. Aber was meint er? Ich glaube, das könnte ganz cool werden, oder? Oh, das war's schon. Das ist ja... easy. Gar kein Problem. Was ich auch nicht machen werde, nochmal nachzählen. Ich verzähle mich sowieso achtmal. Also nochmal. Die böse Überraschung kommt dann am Ende, wenn ich dann feststelle, dass es nicht aufgeht. Aber ist mir egal. Wir basteln hier schon irgendwas zusammen. Ich bin aus dem Flow raus. Jetzt geht's langsam wieder. Komm, ja, zieh durch, Junge. Nein! Und wieder raus. Oh. Ist ein bisschen wie bei Satisfactory, die Fabrikanlagen bauen. Und die Straßen, die über den Planeten führen. Es geht auch stundenlang nur so. Pam, 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 pam. Einfach nur, damit man eine Straße von A nach B hat. Von der einen Mine zur anderen. Hatte ich auch mal überlegt, aufzunehmen, Let's Play technisch, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht. Ist halt unspannend, weil da passiert halt gar nichts, ne? Also noch weniger als hier. Gut, dann. Ich muss überall einen Baumstamm setzen, ne? Ja. Ja, ich muss, hilft ja nichts. Und dieser Dauerregen, ne, der macht mich auch fertig. Hat auch ein bisschen was von Bau-ASMR. Sons of the Forest Bau-ASMR. Ich glaube,
Mehr ist hier gerade auch nicht zu erwarten. Mit ein bisschen Atemgeräuschen. Und Hunger- und Durstgefühl. Und Müdigkeit. Wie machen wir denn hier am blödesten weiter? Das geht irgendwie nicht. Jetzt geht es. Okay. Nee. Die kann ich nicht rausnehmen. Aha. Ah, die sehe ich dann nachher wieder, oder? Hilft ja nichts. Es ist wunderschön. So, jetzt müsste ich theoretisch... Aha. Das wird auch großartig werden. Ich weiß es ganz genau. Huch. Nimm mal weg. Gott. Nee, schön. Hier kommt richtig Freude auf. Es ist... Oh, traumhaft. Ich meine, es wird bestimmt cool aussehen am Ende. Aber es wird ein Akt werden. Ist es jetzt schon. Aber hey. Huch. Schade. Ja, sehe ich auch so. Oh Gott, das muss ich noch so oft machen. Oh, was habe ich mir dabei gedacht? Gar nichts wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott. Ich gehe mal Richtung Bett. Ich sehe nichts mehr. Wenn ich nichts mehr sehe, dann seht ihr auch nichts mehr. Dann seht ihr sogar noch weniger. Müde, ich hab Hunger, ich hab Durst. Ich will ein Eis. Da ist man einmal unkonzentriert. Ach. Ich gehe im Bett.
In dieses wunderbar gemütliche Bettchen. Können wir mal speichern zwischendurch, ne? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, ist das schön. Also wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann werde ich, glaube ich, das ein oder andere Video echt mal irgendwie ein bisschen zusammenschneiden. Aber ich habe die Befürchtung, dass es mir aus Zeitgründen nicht möglich sein wird. Aber ey, das will sich doch keiner angucken. Ich meine, das ist ja Spannung pur hier. Klar, natürlich, ich könnte jeden Moment, könnte ich hier von den Baumstämmen runterfallen und könnte mir einen Fingernagel abbrechen oder so. Jeden Moment könnte es passieren. Das ist die Spannung, die wir hier haben. Und das ist schon viel, ne? Also Spannung meine ich. Ohne Ende. Ich komme ja aus dem Spannungsbogen gar nicht mehr raus. So gespannt bin ich. Nee, das sind auch so Folgen, die kannst du eigentlich nachts durchlaufen lassen. Du weißt ganz genau, es passiert nichts. Aber anhören kann man sich das. Meinen. Wenn diese Monotomie beim Schlafen nicht hilft, weiß ich auch nicht. Wo bin ich denn gelandet? Doch noch gar nicht, wie der ganze Bums hier halten soll, wenn ich das Gerüst innen drin wieder abbaue. Wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. So einfach zumindest nicht. Aber hey, einfach. Was ist einfach? Einfach kann ja jeder. Uff. Naja. Mach ich denn? Nee, gar nicht. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich muss hier erstmal den machen. Ui, es war einmal ein Wäldchen. Und in dieses Wäldchen kam ein Mann.
Der Mann hatte eine Axt und brach dem Wäldchen das Genick. Er baute einen Parkplatz. Bitte. Dankeschön, Virginia. Und auf diesem Parkplatz stand eine Pyramide. Irgendwann mal. Und die Pyramide war golden. 10.000 Jahre vergingen. Menschen kamen, Menschen gingen. Es folgten neue Evolutionen, neue Technologien. Alte wurden vergessen, neue wurden geboren. Warte. Ich hab's gleich. Nee, noch nicht. Hab's doch nicht. Uiuiui. Eines Tages fanden Wissenschaftler diese vergoldete Pyramide und fragten sich, wer hat das gebaut? Wie lange hat es gedauert? Wie viel tausend Menschen haben daran gebaut? 10.000. Hunderte von Jahren lang. Das war die Theorie. Zehntausende Jahre später wurde das Zeitreisen erfunden. Und die Menschen wollten immer noch wissen, wer hat diese goldene Pyramide gebaut? Sie reisten in die Vergangenheit und waren von Anfang an mit dabei. Sie versteckten sich in den Büschen, tarnten sich als Wilde, um nicht aufzufallen. Sie beobachten das ganze Geschehen, dokumentierten alles feinsäuberlich. Oh Gott. Mit Erschrecken mussten sie feststellen, es war nur ein Mann. Mit einer Aufgabe, sich ein eigenes Denkmal zu setzen und dieses zu vergolden. Er baute es allein. Er hatte keine Hilfe. Ui. Die Menschen aus der Zukunft in der Vergangenheit fragten sich, wie hat er es geschafft? Hat das gemacht? Die Antwort war ganz einfach. Willenskraft! Und das bezaubernde Gesicht von Virginia, das immer wieder dabei hilft, an das zu denken, was wirklich zählt. Wahre Freundschaft. Virginia, guck dich um. Das gehört irgendwann alles mal dir. Ich weiß, du würdest es nicht haben, aber es gehört irgendwann einfach dir. Leb damit. Ich muss es auch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wäre schön, wenn es mal aufhören könnte zu regnen. Geht nicht. Wollt's nur erwähnt haben. Es geht nicht. Es regnet immer mehr. Oh. Oh Gott, das geht weiter. Wie lange soll das denn dauern? Kannst du keiner erzählen. Nö, das wird super. Das wird super. Das wird super. Das wird super. Wenn man sich das die ganze Zeit einredet, dann wird es auch super. Lass uns eine Pyramide bauen, das macht Spaß, haben sie gedacht. Oh. Nee, macht es total. Es ist, ich glaube, aus dem Staunen konnte ich nicht mehr raus hier. Ich glaube, das Schwierigste ist geschafft. Jetzt heißt es nur noch durchziehen. Einfach machen. Wir sind mittlerweile auch einfach die Worte ausgegangen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber ich glaube wirklich, dass das Schwierigste geschafft ist, weil es wird jetzt von Etage zu Etage immer weniger. Umso näher wir zur Mitte kommen, umso schneller geht's.
Es heißt ja, in Videospielen flüchtet man sich in eine andere Welt rein. Wo zum Beispiel besseres Wetter ist, kann ich aktuell nicht behaupten. Es sieht im Spiel genauso aus, wie wenn ich aus dem Fenster gucke. Die Sonne scheint ein bisschen und es regnet. Typisches Aprilwetter. Naja, passiert, machst du nichts. Ach ja, wie ist das schön? So schön. So schön. Muss hier lang, ne? Ja. Okay, cool. Jetzt hätte ich mich fast verlaufen. Das ist ja, es ist, war eine super Idee. War eine richtig, richtig gute Idee von mir. Ich habe öfter so gute Ideen. Kann man auch öfter auch einfach mal machen. Gar kein Problem. Oh, ich gucke gerade auf die Uhr. Schade, die Folge ist gleich vorbei. Das heißt, meine ganz kurze Aufnahmesession ist auch gleich vorbei. Oh, ärgerlich. Ist das sehr, 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 sehr ärgerlich. Ich muss dann wieder was anderes machen. Oh, schade auch, tatsächlich. Ui. Ich würde gerne rennen und bauen. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne machen. Aber das Spiel möchte das nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mit welcher Begeisterung ich hier gerade da sitze. Also es ist ja auch... Uff! Ich bin so begeistert, dass ich fast kotzen könnte. Ich fange heute deutlich später an zu arbeiten als sonst. Also richtige Arbeit, nicht der Spaß hier. Und ich weiß nicht warum, aber ich freue mich gerade sehr drauf. Jetzt ist alles nicht mehr. Das ist doch alles nicht wahr. Oh Gott. Warum tue ich mir das an? Es könnte alles so schön und einfach sein, aber nein.
Und dann dieser furchtbare Regen dazu auch die ganze Zeit noch. Ich bin gerade überlegt, kann man das nicht vereinfachen? Kann man bestimmt, ne? Das kann man bestimmt. Und nach anderthalb Stunden ist mein Hirn jetzt schon Fritte, wenn ich ehrlich bin. Oh komm, ich gehe die Runde gehe ich noch. Die Runde gehe ich noch. Einfach der Action wegen. Hätte sein können, dass ich hier runtergefallen wäre. Nein. Oh Gott, bitte nicht. Mach das weg. Du sollst das wegmachen. Niemand möchte das. Ich hab's geahnt. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr hinbauen. Naja, gut, okay. Egal, der Vollzähligkeit war. Nein. So, bevor ich der Dude hier noch mehr ins Ohr stöhnt, würde ich sagen. Oh Gott. Ich brauche ja noch zwei Etagen, um weiterbauen zu können. Das muss doch auch anders irgendwie, oder? Geht das nicht auch anders? Kann das nicht auch anders machen? Frag für einen Freund. Nee, ist schön. Super. Hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Lasst ein Abo und ein Like da. Danke. Bis morgen. Ciao.